Carol Sander noch Ehefrau Caroline Gordet. Meine Ehe war die Hölle. Caroline Gordet war 17 Jahre lang mit dem beliebten TV-Star Carol Sander verheiratet. Im exklusiven Bunte-Interview erzählt sie, wie ihr Mann sie über Jahre tyrannisierte. Es ist eine schwierige Situation, in der Caroline Gordet 42, sich befindet. Noch immer lebt sie mit ihren Söhnen Marlon, 15, und Elias, 7, in der einstigen Familienwohnung mitten in Munken, während ihr Ehemann Carol Sander, 48, die meiste Zeit bei Freunden in Weimar wohnt. Seit seinem großen Streit Ende Mai ist das Paar getrennt und hat sich nur ein einziges Mal Ende Juni bei einem Gerichtstermin in Munken gesehen. Vergangene Woche tauchten dann plötzlich Gerüchte und Fotos von einem neuen Mann auf und es wurde spekuliert, ob sich Caroline Gordet nach 20 Jahren von ihrem Mann getrennt habe, weil sie sich in den Beauty-Dope Mark Posselt, 43, verliebt hatte. Der Arzt selbst weist das auf Nachfrage entschieden zu RUCK, wir sind uns erst nachher gekommen, als Caroline schon getrennt war, sagt er zu Bunte. Ich bin nicht der Trennungsgrund, der liegt in dieser Ehe. Er sei zu NAZHSD nur ein Freund gewesen, der ihr in schlimmen Zeiten zur Seite gestanden hat, sagt auch sie beim exklusiven Bunte Gespräch. Nach außen hin wirkten sie und ihr Mann Carol Sander immer wie das strahlende, glückliche Paar. Warum hielten sie es plötzlich nicht mehr bei ihm aus? Ich bin von Natur aus ein fröhlicher Mensch und versuche immer, das Gute im anderen zu sehen. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass mein Mann sich im Laufe der Jahre immer mehr verändert hat und sich am Schluss überhaupt nicht mehr im Griff hatte. Als Frau eines Schauspielers habe ich jahrelang versucht, sein positives Image nach außen hin aufrechtzuerhalten. Ich habe ihn zu Galas begleitet, wir haben Fotos gemacht, beide strahlend, scheinbar glücklich. Wir haben den Traum einer perfekten Familie verkauft, wie es auch in Hollywood viele Paare machen. Aber die Realität in unserer Familie sah wohllich anders aus. Es gab kaum noch Zeiten, in denen wir als Familie fröhlich und stressfrei leben konnten. Ich hatte jahrelang Bauchkrämpfe und Rückenschmerzen, weil mein Körper ständig unter Anspannung stand. Die sind seit der Trennung verschwunden. Ich kann endlich wieder frei atmen.